Hallo meine Lieben, heute backe ich Pfirsichkuchen und ich zeige Ihnen gleich, welche Zutaten brauchen wir. Hier habe ich schon 300 Gramm Mehl durchgesiebt. Dann habe ich hier Pfirsiche habe ich aus der Dose fertig genommen. Eine Dose habe ich hier und Butter habe ich 125 Gramm, 4 Eier. 125 Gramm, 180 Gramm Zucker, Entschuldigung. Backpulver habe ich hier 10 Gramm, 8 Gramm Vanillezucker, Schmand, saure Sahne habe ich genommen, 125 Gramm, auch wie Butter. Prise Salz brauche ich noch und ich mache Streusel drauf. Für die Streusel brauche ich Mehl, 100 Gramm, 50 Gramm Zucker und 50 Gramm weiche Butter. Zuerst mache ich die Streusel fertig gleich. Gebe ich das Mehl hier rein. Den Zucker. Vanillezucker. Und den Butter. Und das mache ich mit der Hand. Das ist das Beste. Wie kann man das machen? Mit der Hand so alles verkneten. Mache ich solche Streusel und stelle ich das in den Kühlschrank. Die Streusel sind fertig. Jetzt so kleben sie. Das ist alles gut. Jetzt stelle ich das in den Kühlschrank und mache den Teig fertig. Den Backofen habe ich schon angemacht zum Aufwärmen auf 180 Grad. In eine große Schüssel gebe ich jetzt die Butter. Rein, den Zucker und Vanillezucker. Und das schlage ich jetzt so ungefähr 3-4 Minuten. Einmal mache ich das alles so sauber, so zur Mitte und schlage das noch ungefähr so 1-2 Minuten. Bis der Zucker ist ein bisschen vergangen. Jetzt kommt der Schmand hier rein. Und wir mischen das alles. Jetzt brauchen wir schon nicht so lange so schon umrühren. Alles ein bisschen umrühren. So, das ist auch fertig. Jetzt immer nach und nach ein Ei hier reinmischen, auf kleine Stücke. Und das erste Ei. Jetzt mache ich noch einmal so ein bisschen und die Seite sauber. So. Jetzt kommt das Mehl hier rein. Hier. Backpulver. Und ein bisschen Salz. Das gebe ich einfach hier rein, so Prise Salz und den Backpulver. So, jetzt gebe ich, siebe das Mehl zweimal durch. Einmal habe ich schon durchgesiebt, jetzt noch einmal mit Backpulver. Siebe ich das durch und verteile ich auf zweimal so. Und jetzt schon mit dem einfach so ummischen. Das brauchen wir nicht so lange so rumrühren. Einfach das Mehl reinrühren und das ist schon auch fertig. So, jetzt kommt das zweite Teil rein. Und
So, der Teig ist jetzt fertig. So sieht er aus. Der ist nicht dünn und nicht dick. Ganz so. Sehen Sie, ja? Ich habe schon eine Form genommen. Das ist 26 cm groß. Und ich lege noch Backpapier rein. Das Backpapier schmiere ich bisschen ein mit Öl. Ich habe schön gutes Backpapier, aber so ein Teig, der will immer ein bisschen ankleben. Und deswegen schmiere ich das bisschen immer so. Und jetzt kommt der Teig hier rein. Ich habe das extra so gelassen, das Papier. Dann kann man so anfassen und rausnehmen. Nicht abgeschnitten. So, jetzt verteilen wir das alles regelmäßig. Jetzt verteilen wir das alles so. Ich habe so einen Spatel genommen. Den Teig habe ich glatt gestrichen, ein bisschen so. Und jetzt kommen die Pfirsichen drauf. Und ich drücke sie ein bisschen so in den Teig hier rein. Ich habe eine Dose genommen. Das ist ungefähr, ich weiß nicht wie viel. Ich muss mal gucken auf meine Dose, wie viel Gramm sind drin. So. So. Ich habe nachgeguckt. 480 Gramm sind in eine Dose. Das sind 2, 4, 6, 7, 8 Stück. Eine lasse ich übrig. Ich will nicht so viel so zusammen. Ich nehme nur 7 Stück. 2, 4, 6, 7. Und jetzt kommen die Streusel drauf. Wie gesagt, der Backofen wärmt nicht zurück. Wärmt nicht, ich habe schon angemacht. Und immer kann man auch auf die Pfirsiche auch ein bisschen drauf Streusel, aber ich mache meistens, wo ist der Teig? So. Und jetzt stell ich ihn rein in den Backofen auf 180 Grad. 50 bis 50 Minuten. Aber Sie müssen immer gucken nach Ihrem Backofen. Ich mache viel Streusel drauf, ich liebe Streusel, das schmeckt lecker. Jetzt nehme ich nur ein bisschen Zucker und streue so ein bisschen Zucker drauf. Dann wird das so knusprig. So. Wie gesagt, jetzt kommt das in den Backofen. Und später zeige ich euch, was haben wir gebacken heute. Mein Kuchen ist fertig. Ich habe ihn rausgeholt gerade. Jetzt lasse ich so stehen, bis er ein bisschen abkühlt. So, Kuchen ist schon abgekühlt. Jetzt schneide ich ihn an und zeige ich Ihnen, wie ist er rausgekommen. Er ist ganz weich. Und schmeckt auch lecker. So hoch ist er geworden, sehen Sie. Innen drin, der ist noch heiß, aber trotzdem habe ich schon angeschnitten. Ich will Ihnen zeigen. So. So hoch. So hier ist der Teig. Das ist so knusprig alles. Kann man auch andere Früchte nehmen. Apfel und was haben Sie?
was möchten Sie nehmen, das können Sie auch nehmen. Ich habe heute Pfirsich gemacht. Ihnen hat das Ihnen gefallen? Können Sie nachmachen. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Bleiben Sie gesund. Und bis nächstes Mal auf meine Küche. Tschüss.